Ah, der Bär. Okay, das ist, wir sollten hier mal gucken. Aber wahrscheinlich der Reihenfolge nach. Wahrscheinlich den Frosch als erstes. Bär und die Prinzessin. Ein Biber. Bär und haben wir hier noch ein Biber. Das könnte einer sein. War's das etwa schon? Wir könnten unsere Köpfe zusammenstecken. Nicht. Ja, ich könnte es nochmal versuchen. Aber was davon ist ein Biber, ist das nicht. Okay. Ah, okay. Ja, was die Ente? Ich will jetzt hier nicht das ganze Buch durchlesen, um die Tür zu öffnen. Sonstige Hinweise. Was meint ein Frosch, ein Bär und ein Vogel? War's das etwa schon? Wir könnten unsere Köpfe zusammenstecken. Okay. Oh, da hat sich eine Entscheidung getan. Ich mich gegen oder für etwas entschieden. Hat sich ein Weg aufgetan. So viel zur Märchenstimmung. Egal, wir sind keine 10 mehr. Sie verbrachte so viel Zeit damit, diese komplexen Spiele und Welten zu entwickeln. Stimmt. Und hat den Bezug zur Realität verloren. Also, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Keine Ahnung. Wo würde sie hier wohl die Gedanken anderer verstecken? Ich gleich mal öffnen die Schublade. Hier ist es. War klar. Ich hab's gewusst. First Try. Ob sie es gelesen hat? Na klar. Sie war so neugierig. Amazing New Transgender Child. Kämpfe Trans Tugend streben. Ach du Schande. Tyler. Tyler. Was? Guck mal. Ach du Schande. Was? Wo hast du das her? Es lag da, auf ihrem Schreibtisch. Wirklich? Willst du mich verarschen? Okay, lass uns das jetzt nicht überinterpretieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie war wütend, oder? Sie war wütend über meinen Haarschnitt. Sie griff mich wegen meines Haarschnitts an. Sie war wütend und ging auf dich los. Wir haben's gesehen. Was soll der Scheiß dann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tyler, komm her.
Das kann sie mir nicht antun. Nicht jetzt. Da ich endlich einige Dinge begriffen habe. Oh, das war dein erster Fehler. Zu denken, dass irgendwas hier Sinn macht. Zehn Jahre unter der Erde und sie schafft es immer noch, uns zu behelligen. Ja. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Tja, was soll man dazu sagen? Der weiß auch nichts zu. Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Bin ich. Jetzt mach. Oh no. Okay. Dann mal los. Ja. Es sieht echt toll aus. Im Ernst? Ja. Ich will es gleich Mom zeigen. Sie war in letzter Zeit so traurig. Friseur war noch nicht mehr als traurig. Sie war echt unheimlich. Aber nicht heute Abend. Es war schon fast wie eine Party. Danke sehr, Allison. Du musst mir nicht danken. Du bist meine Schwester. Ich fühle mich mehr wie dein Bruder. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Aber ich bin sicher, ich habe dir gerade einen schlechten Haarschnitt verpasst. Mom? Mom? Oh no. Muss man doch nicht raten. Zu wissen, was da passiert, wie sie reagieren wird. Oh. Shit. Schön, dass du es wieder hast. Finde ich auch. Vielleicht wollte sie herausfinden, wie es dir geht. Naja, sie hätte mich fragen sollen. Ich war kein verdammtes Forschungsprojekt. Ich war ihr Kind.
Wegen des Buchs. Ein Transgender-Kind aufziehen? Mann, weißt du, wie selten diese Bücher 2005 waren? Wollte sie herausfinden, wie sie mir helfen kann? Vielleicht. Sie war keine Hilfe, sie... Es ergibt keinen Sinn, ich weiß. Deine kurzen Haare haben sie aufgebracht, stimmt's? Allison, sie kannte mein Tagebuch, sie wusste es schon. Es war nicht meine Frisur. Und wenn das nicht stimmt... Scheiße. Du denkst, sie hat's gelesen. Vielleicht hat sie das Tagebuch ja nie geöffnet. Und alles war genauso, wie wir immer dachten. Aber wenn doch, wenn alles anders ist... Gott, Tyler, sicher, vielleicht lagen wir falsch. Aber was nützen uns diese Fragen jetzt? Außer nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Mutter mich meinetwegen umbringen wollte? Tyler, ich weiß, dass du irgendwas finden willst. Irgendwas, das all dem hier einen Sinn gibt. Aber sie war gestört. Das ist alles? Sie war verrückt? Und das war's? Wir wären sicher besser dran, es hinter uns zu lassen. Warum sprechen wir nicht mit Leuten, die sie kannten? Vielleicht sagt ihnen das Buch ja was. Niemand will über Marianne sprechen. Sie tun, als hätte es die Nacht nie gegeben. Ja. Tja, ich weiß nicht. Ich würde es rausfinden wollen. Das ist Mutessa. Sie war Mary Anns beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. Zwei Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu. Ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Ja. Du warst heute so gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaube ich dir nicht. Ich wäre gern auf derselben Wellenlänge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen es hinter uns. Wir haben das Buch gefunden. Das hat alles verändert. Verstehst du das echt nicht? Du hast das Haus während der letzten 3 Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Weißt du, dein Abschluss war vor 3 Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. Es ist nicht so, dass ich dich nicht sehen wollte. Ich war nicht bereit, als Tyler hierher zu kommen. Ich wollte dich besuchen. Ich wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Echt. Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen. Und, oh Gott, ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Allison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich habe ein paar gedatet. Ich brauchte einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es. Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne, aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay, Deal. Ollies Tagebuch. Ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet, bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel. Nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen.
Er lehnte meine Hilfe ab, so wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Wieder was zu lesen. Jetzt lesen wir im Tagebuch oder was? Ach so, da stand Tränen drauf. Ich weiß nicht, okay, ja, wir wollen daran lesen. Wir sind ja jetzt Tyler, das ja. Mom und Allison haben wieder gestritten. Wenigstens schreit Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben. Annie meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen. Aber ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Als wäre es falsch, weil es ein Jungensport ist. Ich werde aber wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendwas ändere. Warum kann nicht einer von den Kobolden ein Junge sein? Okay, auf der nächsten Seite geht's weiter. Tagebücher sind doch was Tolles. Gestern bei Bobby Star Wars angeschaut. Luke ist so cool. Aber Mom hat es herausgefunden und war sehr sauer. Sagt, verherrlicht den Krieg. Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen. Aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns war. Diese Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen fast nicht mit uns geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus diesem Buch, aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. 1.3.2005. Tu dies, tu das. Ich kann ihre Stimme nicht mehr hören. Und diesen blöden Namen auch nicht. Ich bin Oddi, der Kobold. Okay. Okay, verlassen. Tja, also. Ich denke, wir sollten aufbrechen. Schon genug von der Aussicht? Gar nicht mal so leicht zu entspannen und zu genießen, wenn man so viel Zeug im Kopf hat. Geh vor. Ich komme nach. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Oh Schreck, was zum... Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4... Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. 3... Olli. 2... Sam? Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Habe ich mit dir geredet? Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler, mein Bruder. Ein Bruder? Oh, Scheiße. Ich hab davon gehört, aber ich dachte nie. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Komisch, du auch, Sam. Du weißt, was ich meine. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Hm.
Weißt du, ich versuche, ich selbst zu sein. Ich bin ganz einfach so. Naja, im Fernsehen habe ich ein paar weibliche Transvestiten gesehen. Transvestiten sind dieses Herdette. Nee, einen männlichen. Sam, Transvestiten sind nicht gleich. Was denn? Transvestiten? Ja, es heißt Transgender. Transgendermann. Das tut mir leid. Schwer in Dallas Crossing den Überblick zu behalten. Die Welt dreht sich ohne uns weiter. Das Dorf okay. Am Arsch der Welt. Wechsel hier einfach das Thema. Da bekommt man das nicht mit. Klingt gut. Tyler. Danke, Sam. Immerhin versucht er es. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Das Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient als, naja, was sie bekommen hat. Du hast doch immer Marianne bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh ja. Oh, eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut oder nicht? Das ist alles, was bleibt. Tja. Nicht alles. Die Waffe, mit der sie uns töten wollte, ist bestimmt auch noch da. Tyler! Was? Tyler will damit sagen, dass ein Neustart uns beiden gut tut. Natürlich. Dieser Ort steckt sicher voller schlechter Erinnerungen. Aber vielleicht auch ein paar guten. Aha. Okay. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Ja, irgendwie schon. Ich würde gerne noch reden. Ich könnte dir ein paar Fragen stellen. Okay. Hast du bei ihrer Tür geholfen? Ihre Tür? Das Rätsel an ihrer Schlafzimmertür. Ah, ja. Ihr zwei kamt immer reingeschlichen und gab dir keine Ruhe. Habt ihr es gelöst? Nicht wirklich. Nee. Wir sind durch mit den Märchen. Ja. Sind wir das? Nach dem, was ihr durchgemacht habt, ergibt Sinn. Das würde ich damit nicht. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist, da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das traf dich unerwartet, oder? Nichts kann das übertreffen. Andere sagen, sie hätten es geahnt. Ich nicht. Tja, also. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht?
So besoffen ist er keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. Gut, wir müssen noch einkaufen und Onkel Eddie erwartet uns. Also... Okay, ja, natürlich. Na, dann los, ihr zwei. Sam, wir müssen alle los. Oh, natürlich. Ich habe ja auch viel zu tun. Viel zu tun für den guten alten Sam. Dir wollt Braun sicher nicht warten lassen. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Ach, gerne. Ich... Meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal was. Ja? Sam? Hm? Sam? Hm? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich, die gehören euch. Dieses Haus hat eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so, als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will, hä? Huh? Oh, ja. Naja, passt auf euch auf, ihr beide. Hey, wir haben echt eine Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir. Okay, und nun?